herzlich willkommen zurück zu The Station. Wir sind gerade dabei, den Wartungsroboter zu reparieren und brauchen dafür noch 35 IN-Synapsensicherung. Versuchen wir das Ganze mal zu finden. Mal gucken, ob das geht. 35 IN-Synapsensicherung. Da. Okay, das ist so einer. Den suche ich mal zuerst. Wir lassen es mal dunkel, weil die funktionierenden ja nur im Dunkel. Die funktionierenden Bauteile sind nur im Dunkeln zu finden. Okay, jetzt ist schon mal die oberste Reihe. Jetzt brauchen wir noch die Spalte. Kreis rechts geöffnet. Das müsste jetzt der da oben sein. Theoretisch. Praktisch. Auch. Oh. Eieieiei. Also es ist sehr, sehr Energie hier. Das muss man ja echt sagen. Also irgendwas ist hier echt nicht richtig. Und wir wissen nicht, sind es die Aliens, die hier sind? Na, wo muss das Ding rein? Bauteilfehler. Okay. Gucken wir mal, oder ist das hier andersrum? Funktionierende Bauteile reagieren magnetisch. Okay. Na gut. Ist ja schon ein bisschen tricky hier. Zack, machen wir es wieder an. Licht an. Ah, und man sieht wieder was. Und wir hatten ja hier diesen Magneten, der netterweise auch noch etwas aufgeladen ist. Und dann gucken wir doch mal. Na? Da. Sehr gut. Können wir das so einsetzen? Ist vielleicht nicht so schlau, den Magneten hier dran zu halten. Doch, das geht. Yeah. Hallo. Und tschüss. Okay, damit haben wir jetzt Zugang nach oben. Also Zugang dann zum nächsten. Life Support Systems repaired. Lebenshaltungssystem repariert, das ist auch gut. Hier brauchen wir Aidens ID-Armband für. Okay, das haben wir noch nicht. Dann kommen wir später wieder. Müssen wir uns natürlich noch merken. Systeme wiederhergestellt. Zugriff gewährt. Lebenshaltungssysteme in Sektion A3 sind wieder online. Reparatur des äußeren Schadens wird durchgeführt. Zugriff auf Sektion A3 gewährt. Ja. Und was haben wir hier hinten noch stehen? Okay. Es dreht sich. Das ist gut. Bestimmt ist das gut. Dann gehen wir mal zurück in den Flur. Aber hier haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Aiden Weiss. Welcome, Aiden. Aidens Zimmer. Mal gucken, was wir hier so finden. Aiden Weiss, Average Impact. Average. Okay, also ja, seine Trainingsdaten. Wir können leider nicht gegenhauen. Das vergleichen. Das sind verschiedene Sensoren für einen Helm scheinbar. Ich meine, es ist ja ganz nett, dass wir hier jedes Teil untersuchen können, aber es ist ja irgendwie auch nicht so ganz hilfreich. Wir können uns ducken. Da ist so eine Spinne. Eine Roboterspinne. Okay, Mail. Nächtliche Arbeiten. Aiden, du besitzt entweder eine unglaubliche Arbeitsethik oder du bist einfach ein Idiot. Ehrlich gesagt ist mir egal, was von beiden. Ich will nur wissen, was für Wartungsarbeiten so wichtig waren, dass sie mitten in der Nacht erledigt werden mussten.
Aiden an Mila. Danke, dass du dich so mit etwas beschäftigst, das letztendlich zu meinen Aufgaben gehört. Die anstehenden planmäßigen Wartungsarbeiten waren knapp bemessen und ich wollte den Zeitplan einhalten. Tut mir leid, wenn ich deine Ruhe gestört habe, aber mit so viel Charme, wer braucht da schon Schönheitsschlaf? Terra Rechnung an Aiden. Es tut mir leid, dass ich vor deinem Abflug nicht mehr mit dir sprechen konnte, aber ich habe den Start gesehen und wenn es dir etwas bedeutet, bin ich wirklich stolz auf das, was du machst. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich dir schreibe, geht es um Geld. Ich schätze, das passt. Immerhin war es das Einzige, über das wir während unserer Ehe ständig gestritten haben. Kanas Zustand verschlechtert sich weiter und wir müssen einen realistischen Plan aufstellen, um ihre Behandlung zu bezahlen. Pass auf dich auf da oben, Terra. Die meisten Systeme im Forschungsflügel laufen nicht, bevor wir im niedrigen Orbit sind. Sind die Berechnungen vollständig? Flugbahnmechanik ist einer der eher kompromisslosen Bereiche der Ingenieurswissenschaften, Silas. Es ist nicht so einfach, wie mit Reagenzgläsern und Erde zu spielen. Notizen. Spindcode-Erinnerung. Wenn alles wie ein Nagel aussieht, brauchst du immer einen. Was? Wenn alles wie ein Nagel aussieht, brauchst du immer einen. Ein Hammer, vielleicht. Ja, hier liegt ja auch ein Hammer. Kann es so einfach sein? Ist das? Schaltplan oder so? Da haben wir die Roboterspinne. Die ducken. Aber wieso sollte ich mich an dieser Stelle ducken? Gibt es hier irgendetwas, wofür es sich zum Ducken lohnt? Vielleicht die Schubladen? Welche Pillen oder so? Kopfhörer. Können wir hier wieder zumachen? Ja. Okay, jetzt können wir uns ducken und die unterste Schublade öffnen. Und finden nicht so sonderlich viel. Da ist viel Kram drin. Naja. Was da getippt wird, können wir nicht sehen. Egal was kommt, du darfst nicht vergessen, dass ich dich mehr liebe, als dir klar ist. Tja. Tag 17. Payday. Okay, 17 Tage waren sie scheinbar hier. Gestern was passierte. Kebo wird Dead schützen. Noch mehr. Also irgendwas wollten sie hier bauen. Was haben wir denn hier? Komme ich auch nicht so wirklich dran? Kann ich nicht so wirklich gut lesen? I never liked space. It's cold, lonely, and gives a man too much time to think. Time to think about what you've done and what you shouldn't have. Mechanische Ladung, Mitteilung für die Techniker, Station, Missionsnummer und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt so viel weiterhilft. Tja, den Safe habe ich jetzt nicht gefunden. Und auch nicht das Armband. Bin ich wieder dran vorbeigelaufen? Kann natürlich auch sein. Gucken wir nochmal ein bisschen genauer. Oder hier unten im Bett. Ist das hier nix? Tja. Und hier unten liegt auch sonst nichts weiter. Schade. Tja, nee. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht hier drauf irgendwie, aber da ist ja auch nur noch mal so eine etwas größere Spinne. So viel Geraffel. Aber nicht das, was wir suchen. Seine Jacke hat er hier auch gelassen. So ein Schraubenschlüssel. In der Art. Kaffeebecher. Tja.
Dann würde ich sagen, lassen wir es hier bei gut sein. Also gar nichts gefunden, ist schon seltsam. Aber gut, vielleicht gibt es den ja woanders. Wow. Hier ist aber auch immer was los. Ah, hier sind vielleicht die Safes. Irgendwann ist vielleicht auch mal in dem Mülleimer was drin. Garderobenbereich. Nee, das ist nicht Aiden. Das ist nicht Aiden. Was haben wir denn hier drin? Was ist das denn da für blaues Zeug? Schuh. Hier ist Aiden. Tja, ein Hammer hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja, das ist aber kein Haar. Oder wir müssen einen Hammer zeichnen. Wenn alles wie ein Nagel aussieht, brauchst du einen. Gut, aber einen Hammer kriegt man ja hier auch nicht so wirklich hin, oder? Ein Haar. Ein M kriegen wir hin. Ah. Nagel. N. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Exofit Raumanzug. Anzüge dürfen nur im Notfall verwendet werden. Unterschrift erforderlich. Sie haben ihre Anzüge mitgenommen. Alle drei. Na gut. Das ist schon mal gut. Sure, the aliens are a bit savage, but I see no need to condemn them for it. Think about us. Our people crawled out of a violent past, so I wager they too can change. Don't you? I doubt it. The past is always present. Silas, vermisse einen Arbeitsschuh. Hat denn jemand gesehen? Aiden, ich hab, aber um ihn zu kriegen, musst du erst mein Rätsel lösen. Was wirbelt und dreht sich durch Zeit und Raum und befindet sich im Trockner? Ja. Ach ja, so ein paar Scherze haben sie sich halt auch gegenseitig gespielt hier. Ne? So, hier geht's wieder in die Lounge. Brauche ich doch gleich nochmal wieder die Karte. Das Zimmer, Wartung. Haben wir doch, wir müssen wieder in den Aussichtsraum A, glaube ich, reingehen. Dann darunter und dann rechts, meine ich. Und dann kommen wir hier in den Raum hinein. Jawohl. If I had to guess, I'd say we've been hit by something. Trouble is, I can't tell for sure, because whatever did happen took everything offline. Engines, cloaking, communication. I get it, Aiden. We need to fix this. Now. I'm on it, but I have no idea how long this might take. Then let me remind you of what will find us if you don't hurry. Tja. Medizinisch. Medizin ist auch wieder toll. Krankenstation, ja, das ist korrekt. Verschiedene Krankenbetten. Frisch gemacht. Immerhin, da lag keiner drin. Wieder so eine Feuerlöscher. Medikamente. Kommen wir da durch? Nee, da kommen wir nicht durch. We were prepared to do little more than chemically converse with single-celled organisms, and now disrespect our subjects by proceeding as if they were. What cruelty we show our cosmic siblings by denying them the knowledge that we exist. Ui, Nervenstudie. Die periphere autonome sympathische und somatische Systemkartierung der Physiologie der Spezies. So sieht sie also aus. Sehen sie also aus in etwa?
Oder zumindest die Nervenbahnen. Haben wir jetzt schon mal eine grobe Vorstellung davon, wie die Aliens aussehen? Knochenstudie. Okay. Ja, Sie sollten das Ganze ja beobachten. Psi-Prime-Spezies-Übersicht. Die Spezies ist ein physiologisch-bilateraler, wasserabhängiger, organischer Allesfresser, ausgestattet mit einer hochentwickelten emotionalen und intellektuellen Kapazität. Die erstere hauptsächlich von Angst dominiert. Es wird vorausgesetzt, dass ihre Gewalttätigkeit stammt von unterentwickelte sozial-kognitive Lernstrukturen und Systeme, mangelhafte individuelle Wissensspeicherung und Verarbeitung. So, so. Medizinisch. Da haben wir hier Notizen. Zwei Stück. HR-Datei 178473. Angestellter Aiden Weiss. Titel Leitender Ingenieur. Vertrag. Medizinische Diagnose. Aiden erfüllt die medizinischen Mindestanforderungen für Axiom-Raumfahrt. Aktiver Träger von CSAD. Keine beobachtbaren Symptome, die seine Arbeit beeinträchtigen würde. Kommentare. Weiss erfüllt alle medizinischen Anforderungen und ist für die Aspilen-Mission zugelassen. Seine CSAD-Trägerstatus wird sich nicht auf seine Leistungen auswirken. Aber da CSAD eine extrem hohe Sterblichkeitsrate aufweist, empfehlen wir, dass er nach der Mission regelmäßig untersucht wird. Unfallmeldung. Ich melde eine arbeitsbedingte Verletzung. Ihr Name, Mila Lexa. Name des verletzten Angestellten, Silas Hayes. Missionstag 12, Zeit 15.50 Uhr. Wo fand die Verletzung statt? Oberes Labor, mittlerer Arbeitstisch. Was hat die Verletzung verursacht? Silas war unvorsichtig, als er eine Oberflächenprobe selbst sezierte, schnitt er sich dabei in die Hand. Welcher Körperteil wurde dabei verletzt? Sein Arm. Ich befürchte, dass dies seine ohnehin unzureichenden körperlichen Kompetenzen beeinträchtigen wird. Was hätte unternommen werden können, um die Verletzung zu vermeiden? Er hätte sich wie ein Erwachsener benehmen und besser aufpassen können. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Aiden hat die Wunde behandelt und verbunden. Schlage vor, für die Zeit von Silas Genesung sein Gehalt zu kürzen, um die Beeinträchtigung seiner Arbeit auszugleichen. Man sollte zusätzlich einen Verweis in Erwägung ziehen. Tschö. Harte Sitten. Also so ein bisschen Spannungen gibt es hier schon zwischen den Crewmitgliedern. Oder gab es, wer weiß. Der örtliche Stern sendet ein Lichtspektrum mit einer vergleichsweise längeren Wellenlänge aus als unser eigener. Die Augen der Spezies haben die Fähigkeit entwickelt, Farben zu verarbeiten, die wir nicht sehen können. Genauer gesagt, ihre Netzhaut kann Licht von 400 Nanometer bis 700 Nanometer verarbeiten, aber nicht den unteren Bereich unseres Lichtspektrums von rund 300 Nanometern. So, so. Ja, dann sind wir auch hier einmal rum. Da komme ich nicht rein. Wieso komme ich da eigentlich nicht rein? Akzeptieren wir das erstmal, dass es da nicht reingeht. Und schauen mal auf die Brücke. This is the Espile to Axiom. We've been discovered. An alien ship is attempting to dock. We're initiating lockdown and preparing for evacuation. Gentlemen, this mission is over. Back up all mission data and then get to the escape pod. Leo, they're boarding. We're done here. Both of you, move! Okay. Dann sind wahrscheinlich wirklich die Aliens hier. Das ist ja schön. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir das jetzt so machen. Ah, machen wir mal wieder alles an. Jetzt sind sie ja eh schon da. Dann war der im Raumanzug wahrscheinlich wirklich ein Alien. Büro von Mila. Kommen wir nicht rein. Was haben wir hier? Hui. Verschiedenen Planeten und Monde wahrscheinlich dieses Systems. Und da vorne sehen wir den Planeten. Ja. Und hier sehen wir auch verschiedene Städte. Ne? Bisschen wirklich sehr erdähnlich, der Planet. Interessant. Jedes Mal, ne? Die sind noch hier. Explosion detected in the lower lab. Unter. Die sind noch hier. Erwischen wir sie noch? Aber sie haben ja ihre Anzüge schon an. Ja,
müssen sie retten. Haupthangar, Zugriff verweigert, Luftschleuse geöffnet. Können wir die Luftschleuse schließen? Druckaufschlagung. Druck auf Gewehrs. Ups. Wer ist das? Können wir hier irgendwie den Helm abnehmen und gucken? Nee, das können wir nicht. There's three of them in the hangar with me. I can't stall them for long. Run! Aiden, get to the escape pods! It's too late for that. Finish the mission, Mila. Hangar airlock disengaged. No! Okay, das ist Aiden. Aiden Weiss haben wir gefunden. Rettungsmission fehlgeschlagen. Mist. Nicht gut. Aber sein Armband hat er nicht dabei, oder? Ich denke mal eher, dass er das im Safe gefunden hätte, wenn ich irgendwie das Rätsel gelöst hätte. Was haben wir hier? Eingehende und ausgehende Flüge-Manifest. Missionstag 8. Zwei Einheiten 2 und 3. Aiden, Bio- und Wasserprobensammlung. Missionstag 17. 4:54. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Ja, das werden die Aliens gewesen sein. CSRD 20 Jahre später. Echotherapie. Ändere die Grundlage von dem, der du bist. Zum 20. Jahrestag des ersten Falles von CSRD. Chromosomal Splicing Alteration Defekt, schauen wir auf die 160 Millionen bis heute verlorenen Leben zurück. Echo, einst gepriesen als Wundertherapie zur Verbesserung von kognitiven Prozessen, Geschicklichkeit oder der Erweiterung physischer Stärke, wurde zu einer der verheerendsten Geißeln unserer Gesellschaft. Wir feiern, dass der entstandene Behandlungsprozess in der Lage zu sein scheint, die Krankheit zu heilen. Was vorher ein Todesurteil war, ist nun handhabbar. Insofern die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass durch den öffentlichen Dialog das mit CSRD assoziierte Stigma weiter gemindert werden wird. Wir erinnern die Öffentlichkeit daran, dass die Krankheit nicht ansteckend ist. Sie ist rein erblich. Tja, da hat die Gentherapie dann oder Genmanipulation fehlgeschlagen. Hangar, hier haben wir eine Nachricht von Aiden Antera. Ich, Aiden Weiss, leitender Ingenieur an Bord der Espile, widerrufe hiermit mein früheres Testament und erkläre dies zu meinem letzten Willen. Ich übertrage alle meine gegenwärtigen und zukünftigen Besitztümer, Einkommen und Vermögen auf meine Tochter Kana Weiss, um alle ausstehenden ärztlichen Rechnungen zu bezahlen. Genau, es geht darum, ne? Also auch Kana hat CSAD, wie gesagt, vererbbar, und das ist die erste Priorität oder die höchste Priorität. Ich erkläre Tera Weiss zu Kanas Beschützerin oder Aufseherin, um ihre Gesundheit zu überwachen. Was haben wir hier? Silas, wenn du das hier findest, sag bitte nichts Mila. Ich habe fast alle. Mila, wenn du das hier findest, ich bin mir ziemlich sicher, dass Silas alle Stifte hier versteckt hat. Ach, Leute. So ein bisschen Kindergarten, oder? Naja. Aber dass wir jetzt hier den ersten schon haben, ist natürlich ein bisschen schade. Aber, ne, vermutlich werden wir sie eh nicht finden. Das ist ja häufig so in solchen Spielen. Dass man dann doch mal alleine durch die Gegend geht. Aber wer weiß, wer weiß. Oh. Tja. Und mal gucken, ob wir es überhaupt selber hier lebend wieder rausschaffen. Ich meine, die Aliens sind hier wahrscheinlich immer noch an Bord. Hier sehen wir viele Kratzspuren. Nun denn. Ach doch, da unten war ja auch noch was. Hier ist ja auch noch eine Tür. Ingenieurwesen. Aiden, zu erledigen. Restliche Brennstoffzellen noch vom Hangarbüro zum Maschinenraum schaffen. Überprüfe den Antrieb
Um die Energiezufuhr für sie das Zimmer wiederherzustellen. Okay. Restliche Brennstoffzellen noch vom Hangarbüro zum Maschinenraum schaffen. Okay, das heißt, wir müssen zurück zum Hangar. Das hat dann oberste Priorität. Brennstoffzellen. Mal gucken, ob wir hier noch welche finden. Hier, die hier wahrscheinlich. Ist eigentlich nur noch eine, die leuchtet. Klonk, klonk, klonk. Ich hoffe, die sind stabil. Die Behälter. Bäm. Boom, Explosionsspiel vorbei. Okay, der muss wahrscheinlich raus. Dann setzen wir den rein. Inkorrekte Frequenz. Ungeeignete Frequenz erkannt. Brennstoffzellen müssen auf der entsprechenden Frequenz ihrer Transformator-Ausgabegeräte eingestellt werden. Warte mal. Da können wir die doch wieder... Warte, wir setzen die nochmal rein. Ach, hier kann ich es kalibrieren. Okay. Was brauchen wir denn für eine Frequenz? Ach, hier ist ja auch noch so eine. Alle Brennstoffzellen müssen aktiv und ordnungsgemäß kalibriert sein. Okay, gucken wir doch mal, wo dieses Kabel hier hinführt. Da lang, da lang, da lang, dahin. Okay. Okay. Immer der Halbkreis nach unten. Einmal so links unten und einmal zeigt alles hoch, ist oben alles frei. Einmal ist links unten die Lücke und einmal oben. Zweimal oben. Der. Und der. Und der. So. Das sollte passen. Jetzt meckert er auch nicht. Okay, der muss raus. Jetzt müssen wir noch den kalibrieren. Okay, gucken wir auch hier wieder. Wo läuft das Kabel hin? Das ist dieses dunkelblaue Kabel. Das geht da hoch, darüber und hier rein. Ja. Rechts, links oben. Links, rechts oben. Oben, unten. Gott. Ich glaube, ich muss das nach und nach machen. So. Links, rechts oben. Hier. Okay. Hoffen wir mal das Beste. Das müsste der sein und der. Okay, oder auch nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Nee, unten rechts ist das okay. Den wieder. Ah, Neustart. Verdammt. Der wäre das gewesen. Also der. 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 Nicht registrierte Frequenz. Okay, gucken wir nochmal, ob es das richtige Kabel ist. Das ist dieses dunkelblaue. Ja, das geht ja hier hoch da rein. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Dann zeichne ich es mir halt ab. Oder probiere es zumindest. So. So. Dann so und so. Und so und so. Den muss ich nochmal neu zeichnen. So und so. Nächster Versuch. Also. Ah.
Ah, ich habe den Anfang immer falsch gemacht. Das ist nämlich der. Und dann der. Und dann der. Jo. Passt. Das kann da rein. Sehr schön. Und Antriebsneustart. Ja. Passiert was? Bäm. Sehr schön. Oh, 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 oh. Und da oben ist wieder jemand. Aber immer noch die Frage, Alien oder Mensch? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.